Hallo Freunde, herzlich willkommen auf dem Zweitkanal Sletics. Heute reagieren wir mal auf ein Video, nämlich von Alicia Joey. Streamer-Einnahmen bei Twitch Hack geleakt und die Twitter-User rasten aus. Gestern, falls ihr das auf Twitter nicht mitbekommen habt, wurden mehrere Listen geleakt, wie viel denn die besten Streamer Top 100 und auch Top 1000 und sowas verdienen oder verdient haben im letzten Jahr oder im letzten Monat oder so. Das wurde geleakt und anscheinend sollen ein paar Leute ausgerastet sein, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Aber wir gucken mal rein. Nachdem vor ein paar Tagen Facebook, Instagram und WhatsApp für 6 Stunden down. Ach stimmt, das war ja auch noch, Alter. Die ganze Welt ist ausgerastet in 6 Stunden, no joke. Was gestern den nächsten Social-Media-Skandal. Irgendwie fühlt sich das aktuell an wie so eine beginnende Social-Media-Apokalypse. Ja. Jedenfalls gab es einen riesigen Leak beim Amazon-Tochterunternehmen Twitch, beziehungsweise einen Hackangriff. Ganz kurz für alle, die aus der Generation Wählscheibentelefon kommen, eine Erklärung zu Twitch. Das ist eine Plattform für Video-Livestreaming, also so ähnlich wie YouTube, die beste. Nur eben mit Live-Video-Übertragungen. Ich bin da übrigens auch und streame jeden Mittwoch und Freitag, schaut mal vorbei. Ich bekannte nicht. Gesichter hingegen auf dieser Plattform sind zum Beispiel Montana Black, Knossi, Gronkh, Papa Platte oder Trimax. Die gehören sogar zu den Ich habe die Liste actually noch gar nicht angesehen. Keine Ahnung, wie viel die verdienen. Werden wir gleich zusammen sehen. 100 Streamern weltweit. Und der pikante Punkt an dieser ganzen Leak-Sache, neben Quellcode, Passwörtern etc. wurden unter anderem die Twitch-Einnahmen dieser Top 100 Streamer veröffentlicht. Und vor allem einige Boomer auf Twitter waren sehr überrascht über die exorbitante Höhe dieser. What the fuck? Ist das nicht irgendwie klar, dass Streamer über viel Geld verdienen? Also die großen Streamer halt. Ist das nicht irgendwie auch voll transparent oder so? Man sieht ja, wie viel Subs man hat und so. Erstmal auf Twitter Battle-Millionäre verteidigen, anstatt sich zu freuen, dass vielleicht ein paar der dummen Supporter endlich mal aufwachen und aufhören, Geld an sie zu verschenken. Battle-Millionäre verteidigen? Boah, Digga, das sind wieder so toxic Leute, die voll verbittert sind. Guck mal, ohne Grund nennen die Battle-Millionäre. Als ob so ein Papa Platte oder ein Montana Black so jeden Stream nach Subs und Donations und so battlen. Wahrscheinlich. Ich glaube, jeder, der sich schon mal ein bisschen eindringt, mit dieser Plattform beschäftigt hat, der weiß eigentlich, dass diese Top-Streamer auf Twitch richtig viel Geld verdienen. Ja, aber ich werde euch die Zahlen gleich trotzdem noch zeigen. Vorher noch mal ein kurzer Disclaimer für alle Twitch-User. Es empfiehlt sich jetzt, eure Passwörter zu ändern, da diese laut vielen Berichten eben auch in diesem Code auffindbar gemacht werden können. Was Ob haben das die wirklich gemacht, so ist, Alter? Konnte ich jetzt leider technisch nicht überprüfen, aber kann ja nicht schaden. Auch generell haut eine 2-Faktor-Authentifizierung rein, wenn ihr schon mal dabei seid. Ich habe gestern sogar noch eine Instagram-Benachrichtigung bekommen, dass jemand aus Bangladesch in meinen Account wollte. Deswegen immer gute Passwörter haben und 2-Autor-Faktifizierung und sowas. Bei jeder Social-Media-Plattform 2-Faktor-Authentifizierung sind super nützlich. Zurück zu der Twitch-Sache. Veröffentlicht wurde das Ganze von unbekannten Hackern im 4chan-Forum. Und ihre Begründung dafür war so ungefähr, die Twitch-Community sei eine giftige Jauchegrube und daher wollen sie den Betrieb stören und die Konkurrenz im Online-Streaming-Markt fördern. Ich habe bei meiner Recherche nicht ganz rausgefunden, ob... Findet ihr Twitch, also so Hacken, auch irgendwie so Weird-Jam? Warum hackt man? Klar, ist bestimmt ein Dopaminschuss. Wow, man hat ein paar Quellcodes herausgefunden und so. Also ist wirklich krass. Kann man nicht sagen, aber was bringt es einem so? Also wenn man schon hacken kann, dann kann man viel nützlichere Sachen machen mit diesen Skills. Selber? Außerdem haben sie gesagt, so von wegen, ja, Jeff Bezos hat 970 Millionen für Twitch bezahlt und wir geben es euch kostenlos. Haha. Weil sie eben den Quellcode veröffentlicht haben. Und zwar mit einem 125 Gigabyte großen Torrent-Link. Der diese Daten enthielt. Und zur Echtheit der Daten gibt es auch schon Hinweise. Ich werde hier an der Stelle mal den Spiegel zitieren. Das Magazin Video Games Chronicle berichtet, ihm habe eine Quelle aus der Firma signalisiert, dass die veröffentlichten Daten echt seien. Auch das deutsche Tech-Magazin Heise bestätigt, dass zumindest jene Daten über seinen eigenen Twitch-Account, die im Leak auftauchten, korrekt seien. Ja, und auch der Betreiber des Gaming-Kanals T-Morak teilte auf Twitter mit, dass die Angaben zu den Auszahlungen an ihn der Realität entsprechen. Genau wie die Betreiber des Twitch-Accounts Rimi. Ja, also eine 100%ige Garantie kann ich euch natürlich trotzdem nicht geben. Ja, wird schon richtig sein. Ob die Zahlen jetzt alle richtig sind. Ein Twitter-User hat mal die Einnahmen von allen 100 großen Streamern von August 2019 bis September 2021 zusammengefasst. August 2019 bis September 2021. Das sind 1 Monat, also in knapp 2 Jahren. Boah! Critical Role mit fast 10 Mille, XQC auch mit 8,5 Millionen. Haben wir hier irgendwo einen Deutschen? Ja, Montana Black. 2,3 Millionen Euro. Ne, 2,4 fast. Sind 2 Mille. 2 Millionen Euro. Und Knossi auch mit 2,1 Millionen
$1. Heftig. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, die müssen die Hälfte einfach abdrücken. Dementsprechend soll Montana Black in den letzten 2 Jahren circa 2,4 Millionen US-Dollar von Twitch bekommen haben. Das sind ungefähr 2,07 Millionen Euro zum aktuellen Kurs umgerechnet. Bei Knossi sind es circa 2,2 Millionen US-Dollar, bei Gronkh 1,5 Millionen. Boah, ich wusste gar nicht, dass Gronkh noch so riesig ist. Aber gönne ich ihm vom Herzen, von Herzen. Und bei Papa Platte und Trimax circa 1,3. Boah, läuft bei denen wirklich. Das ist ein ganz netter Verdienst für 2 Jahre. Ist natürlich brutto, ne? Nicht netto. Die zahlen mit Sicherheit alle Spitzensteuersatz, wenn das die wirklichen Einnahmen sind. Nee. Und ganz ehrlich, was viele ja gar nicht bedenken, das sind ja jetzt nur die Twitch-Einnahmen. Die meisten Streamer verdienen aber noch zusätzlich über YouTube-Highlight-Videos, Donations. YouTube-Highlights, Reactions, dann kommen ja noch Donations dazu. Also die verdienen auf jeden Fall ganz gut. Twitch-Spenden, Produktplatzierungen, Merch, eigene Produkte. Ja, und dann ist halt eine ganz große Debatte auf Twitch. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel man für ein einzelnes Placement in dieser Größe bekommt. Das ist unglaublich. Twitter entstanden. Der Hashtag Twitch Leak ist getrendet. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen komisch, dass aufgrund dieses Datenleaks, vor allem dieses Geldverdienstleaks, jetzt so eine Riesendebatte um Streamer generell entstanden ist. Für mich hat das so einen faden Neidbeigeschmack. Ich erkläre euch jetzt gleich warum. Denn 100%. 100% kann ich voll, aber ich lasse sie erstmal reden. Die Diskussion meines Erachtens oft vermischt wird und wurde, ist dieser Verdienstaspekt auf der einen Seite und der Verantwortungsaspekt auf der anderen. Ich erkläre das mal so, bezogen auf den Verdienst der Streamer. Ich finde halt persönlich, man muss auch bedenken, das sind alles Personen des öffentlichen Lebens, die für diese Reichweite und diesen Verdienst ihre Privatsphäre gewissermaßen aufgegeben haben und die eben schon immer sehr, sehr viel Zeit in Stream gesteckt haben, selbst schon zu einem Zeitpunkt, wo sie damit Monate oder Jahre lang nichts verdient haben. Und es sind halt auch einfach Personen, die sehr, sehr gut entertainen können. Natürlich, es gehört auch immer ein Fünkchen Glück dazu, so ist das ja immer. Aber für mich ist so ein sehr guter Vergleich die TV-Branche oder die TV-Stars von vor 10, 20 Jahren. Die haben halt auch so viel verdient, ungefähr, teilweise auch exorbitant mehr. Die waren halt auch ungefähr in dieser Verdienstkategorie. Nur das hat sich halt damals im TV abgespielt und das war vielleicht nicht so transparent. Und heute verschiebt sich das eben total medial auf den Online-Bereich. Und da verdienen eben die Topstars im Online-Bereich so viel wie früher die Topstars im TV. Im Vergleich zum TV ist Twitch aber eine frei zugängliche Plattform. Und jeder, der das massiv unfair findet, kann ja theoretisch versuchen, sich dort selbst eine Karriere aufzubauen. Das stimmt. Deshalb finde ich habe das Gefühl, dass, wenn ich jetzt mal was dazu sagen darf, ist ja, ist meine Reaction. Das ist voll komisch zu reagieren. Ich habe noch nie richtig reagiert. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass manche Leute da sehr viel Auge machen. Also große Streamer verdienen sich ja dumm und dämlich. Ist ja klar, haben wir ja gesehen. Aber so ist es halt nun mal. Ich sag mal so, dafür kann ja der Streamer nichts. Ich glaube, es ist halt einfach, erstens, ich glaube, da wird so viel Auge gemacht, weil das Ganze noch relativ neu ist und jetzt zum ersten Mal so richtig die Einnahmen geleakt wurden. Eigentlich weiß man ja, wie viel, keine Ahnung, Schauspieler, Musiker, Fußballer, Moderatoren verdienen. Die Besten verdienen ja auch richtig viel Geld. Und das weiß man ja. Damals, als man herausgefunden hat, wie viel die verdienen, hat man bestimmt auch viel drüber geredet und jetzt ist halt eben auch so bei Twitch. Das ist halt eben so und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, so yo, die machen ja gar nichts dafür. Die kriegen so viel Geld für nichts tun und nur für zocken und für gar nichts Richtiges machen. Ich muss hier meine 40-Stunden-Woche abarbeiten und bekomme nicht mal einen Bruchteil davon. Soll ich sagen, so ist es halt eben. Wenn dieser Job doch so einfach wäre, dann soll man es doch selbst versuchen, anfangen zu streamen und sowas und dann merkt man bestimmt ganz schnell, dass es vielleicht doch nicht so schnell die ganz krasse Geldquelle ist. Da gehört sehr viel Glück dazu, da gehört sehr viel Können dazu, Talent im Entertainment-Bereich, Connections, bla 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 bla. So einfach ist es nicht, wie ihr denkt. Okay, wir machen weiter. Diesen Aspekt des hohen Geldverdienstes jetzt nicht so richtig kritisieren. Was man allerdings kritisieren könnte, ist, was diese Streamer mit ihrer Reichweite für Werte und Ansichten vermitteln. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Und wie sie in Bezug auf ihre Vorbildsfunktion... Ich kann bis heute nicht verstehen, warum man Werbung für Glücksspiele macht. Könnte ich rein aus moralischen Gründen einfach nicht machen. Man hat einfach als Streamer eine Vorbildfunktion, ob man will oder nicht. Punkt aus Ende. Und Verantwortung tragen. So wie ich das ja jetzt auch schon seit einigen Wochen und Monaten mit YouTubern mache, die ich hier auf meinem Channel kritisiere dafür, dass sie ihre Reichweite missbrauchen. Aber dass das halt erst jetzt massiv kritisiert wird, wo dieser Geldaspekt offengelegt wurde und dann auch noch damit so extrem vermischt wird, wirkt halt auf mich so teilweise ein bisschen missgünstig einfach nur. Safe. Warum habt ihr nicht früher darüber gesprochen?
Ich finde, das eine hat einfach nichts mit dem anderen zu tun, so. Und jetzt auf einmal, wo es darum geht, wie viel die verdienen. Versteht ihr meinen Punkt? Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt auf meinem Konto. Ich habe im letzten Monat um die 170 Euro auf Twitch verdient. Also da ist noch Luft nach oben. Folgt mir gerne, damit ich im nächsten League dann auch unter den Top 100 bin, deren Verdienst offengelegt wird. Twitch hat sich eben auch geäußert zu dem ganzen Vorfall. Also das ist jetzt der Stand vom 6. Oktober, 19 Uhr. Wir können bestätigen, dass eine Art Hack stattgefunden hat. Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck daran, das Ausmaß davon zu verstehen. Wir werden die Community auf dem Laufenden halten, sobald zusätzliche Informationen verfügbar sind. Vielen Dank, dass ihr Verständnis habt. Die Armen, ja, was Dicker. Meint ihr zu der ganzen Sache? Habt Nicht ihr geahnt, aufgepasst. Dass Twitch-Streamer so viel verdienen? Oder war das jetzt für euch auch voll die Überraschung? 100%. Es ist komplett transparent. Man kann öffentlich auf vielen Seiten sogar sehen, wie viele Subs die Streamer momentan haben. EliasN97, 22.000 Subs hat er momentan. Man sieht hier sogar, wie viele Tier 3, Tier 2 und Tier 1. Dementsprechend kann man ja ungefähr ausrechnen, wie viel Elias im nächsten Monat ausgezahlt bekommt. Man kriegt ja ungefähr 2 bis 3 Euro pro Sub, sagen wir 2,50 Euro mit einem guten Vertrag. Ich würde sagen so 52.000, 53.000 Euro. Und dann kommen natürlich noch die Bits dazu, die werden jetzt hier nicht gezählt. Also eigentlich sogar noch transparenter als YouTube. Dementsprechend kann man sich das ja denken. Ich weiß nicht, warum da jetzt so Welle geschoben wird, um ehrlich zu sein. Findet ihr das auch mega unfair. Klar, ist es auf jeden Fall unfair im Vergleich zu anderen Jobs, die wesentlich wichtiger sind für unser System. Das möchte ich vielleicht nochmal am Ende sagen. Aber es ist halt eben Entertainment, ne? Da verdient man halt einfach am meisten. Natürlich, das ist ein Riesenproblem in Deutschland generell, dass sehr, sehr viele systemrelevante Jobs extrem unterbezahlt 100%. Sind. Aber ich finde, das ist halt jetzt gerade nicht Kern der Diskussion. Das ist eher was, wo die Politik hoffentlich in nächster Zeit mal ein bisschen Feuer macht. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen, aber bleibt bitte wie immer sachlich und rational. Und wir sehen uns sehr gutes Video. Beim nächsten Mal. Sehr gutes Video. Freunde, abonniert gerne Alicia und Joey. War ein sehr gutes Video. Schreibt super gerne eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Ansonsten war es das mit dem Video. Abonniert gerne diesen Kanal. Haut rein, Leute, und ciao.